Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zum Viertelfinale von United Icon. Ja Freunde, heute geht es gegen die Jungs von All in FIFA, die haben wir zugelost bekommen. Die sind heute unser Viertelfinalgegner von United Icon. Wir sind ja ohne einen einzigen Punktverlust durch die Gruppenphase rasiert, kann man schon fast sagen. Haben da 18 Punkte geholt. Ne, waren es 18? Ja, waren 8. Ja, rechnen Broski ist da. Waren 18 Punkte. Heute geht's wie gesagt weiter gegen die Jungs von All in FIFA. Die sind Zweiter in ihrer Gruppe geworden, deshalb haben wir sie zugelost bekommen. Das Rückspiel könnt ihr natürlich bei denen abchecken. Oberster Link in der Beschreibung. Hinspiel gibt's jetzt bei mir auf dem Kanal. Ich würde mich hier nochmal sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr mich hier bei United supportet. Wäre wirklich eine sehr, sehr geile Sache. Ich weiß nämlich nicht, ob es mein letztes United-Spiel wird, weil das Rückspiel eben bei den All in FIFA-Jungs ist. Team ist natürlich gleich geblieben. Nicht ganz, denn wir haben ja den guten Raul Cancelo Wants to Watch und da haben wir einen guten Coup mitgemacht, denn der hat jetzt einen neuen Inform bekommen, ist geupgradet worden und hat jetzt 86 und Skriniar und Cancelo haben irgendwie die gleiche Pose beim Jubeln. Das Team ist vielleicht jetzt dadurch nochmal ein entscheidendes Stück stärker, man weiß es nicht. Ich werde jetzt hier gar nicht lange rumlabern, Freunde, wir laden die Jungs von All in FIFA ein, Spieler haben alle 99 Chemie, dann geht's rein und ich hoffe, es geht auch rein ins Halbfinale. Schon wieder eine geile Überleitung, ey. Rein ins Spiel und rein ins Halbfinale. Kann auch nur von mir kommen. Und da sehen wir jetzt das Team der All-in-FIFA-Jungs. Auch die haben den Reus, POTM und auch Goretzka. Depay und Fekir. Okay, sehr geiles Team. Haben ja Petit als United Icons da im Mittelfeld. Okay, das Team sieht sehr stark aus. Ich bin gespannt, wie das wird. Let's go, Mann. War ein gelbes Time Finish, der wäre bestimmt nicht schlecht gekommen. Da müssen wir aufpassen, da müssen wir aufpassen. Bala, und da ist das 1:0 mit der ersten Chance. Normalerweise muss ich sagen, die ersten 10 Minuten haben absolut den Jungs von All in FIFA gehört. Aber wir machen das Tor mit dem ersten Schuss direkt. Die Wahler, Mann. Ich feiere den einfach so hart, ne? Boah, das war kein Abseits. Puh, Handanovic. Er ist einfach. Boah, hier kriege ich keine zweiten Bälle, Freunde. Und Skriniar hat schon gelb, da muss ich absolut aufpassen. Eieieiei. Also die Führung. Wie gesagt, ich war einmal vorm Tor. Ansonsten hier nur die Jungs von All in FIFA am Start. Vielleicht jetzt mal mit Lewandowski. Lewandowski! What the fuck, das ist das hässlichste Tor, was ich in FIFA 19 erzielt habe. What the fuck? Egal. Nehme ich mit. Aber wie scheiße. Lol. Ja, alles klar. Ja, Freunde, wie man nach den ersten 23 Minuten sieht, absolut verdient für mich. Ich spiele die All-in-FIFA-Jungs hier gerade komplett an die Wand. Kappa. Läuft. Also, das ist gerade absolut glücklich. Aber muss man mitnehmen. Aber es verdient, ist auf jeden Fall verdient. Also ist schon wieder fast ein Eigentor. Thank you.
und Dybala. Let's go, ganz wichtiges Ding, 3:1. Ey, der ist so gut, Mann. Nice, Alter. Ja, Freunde, Halbzeit und ihr seht, vor allem in den ersten 20 Minuten waren die Jungs von All in FIFA deutlich besser im Spiel als ich. Also normalerweise, so rein von der Statistik her, müssten die 3:1 führen. Trotzdem ist die Führung auf meiner Seite. Sehr nice. Ich guck mal, dass ich mir die jetzt auch in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen verdiene, weil aktuell ist sie es nicht. Mal schauen, ey. Weiter geht's. Entspanntes Pressing, oder? Entspanntes Pressing. Danke, Mann. Let's go, Mann! Marco Reus, ey. Nice! Ganz wichtiges Ding. Let's go, Alter. Oh. Eieiei. Wow, nein, ich habe das Time Finish nicht getroffen. Aber auch wieder ein Absichtskaktor gewesen. So, Freunde, und damit ist das Hinspiel auch vorbei. Wir gewinnen am Ende mit 4:1. Auf jeden Fall, vor allem nach der ersten Halbzeit, ein Stück zu hoch. Aber mein Plan ist auf jeden Fall aufgegangen, mir in der zweiten Halbzeit so die Führung wenigstens ein bisschen zu verdienen. Da fand ich mich deutlich sicherer, vor allem in der Defensive. Die All-in-FIFA-Jungs haben auf jeden Fall krasses Pressing gespielt. Ich weiß nicht, wer von beiden spielt, aber an dieser Stelle auf jeden Fall G-fucking-G für das Pressing. Also absolut nervig, dagegen zu zorgen. Ja, was soll ich euch groß erzählen? 3 Torschüsse, 4 Tore, Freunde. Ich denke mal, da ist dann einiges schon gesagt. Im Endeffekt Glück gehabt. Gelbe Time-Finish, die reingegangen sind. Dybala wieder absolut rasiert. Fängt an, mittlerweile einer meiner Lieblingsgoldkarten in FIFA 19 zu werden. Ich bin so an sich zufrieden. Trotzdem hätte das Game auch andersrum ausgehen können. Deshalb checkt auf jeden Fall das Rückspiel ab bei den All-in-FIFA-Jungs. Weil hier ist noch gar nichts entschieden. Also im Rückspiel kann es auch genauso gut 4:1 für die Jungs ausgehen. Vor allem, wenn man die ersten 20, 30 Minuten gesehen hat, wo ich absolut geschwommen habe. Da auf jeden Fall ein dickes GG. Die Zeichen stehen definitiv nicht schlecht. Trotzdem müssen wir im Rückspiel nochmal Gas geben. Checkt das wie gesagt ab. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, Freunde. Smasht hier sehr gerne einen Daumen, falls ihr mich weiter bei United supportet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Rückspiel auf dem Kanal der All-in-FIFA-Jungs. Bis dahin, haut da rein und ciao.